Hallo zusammen, willkommen zu einem Video von mir. Ich habe hier diesen neuen Blog, Sugar and Spice and Everything Nice von Action aus diesem Jahr. Das ist der erste, den ich gekauft habe. Also ich habe zwei geholt. Ich glaube, das Video ist noch nicht online mit dem Einkauf, aber weil das war so minimal und ja, da sammle ich ein paar Sachen, bis das so ein Einkaufsvideo online kommt. Aber jetzt siehst du hier schon mal den Blog. Ich gehe da drüber mit einer normalen Geschwindigkeit, würde ich jetzt mal sagen. Nicht zu schnell, nicht zu langsam. Und hier kannst du die einzelnen Blätter anschauen, aber ich denke mal, wenn du öfters auf YouTube unterwegs bist, dann gibt es schon viele Mädels, die diesen bestimmt auch gekauft haben und gezeigt haben. Nicht alle Blätter entsprechen komplett meinem Geschmack. Ich glaube, eins habe ich dann irgendwie dann auch entsorgt, weil ich dachte so, ne, das machst du nix. Oder habe ich das dem Mädel zu malen gegeben? Ich bin mir gar nicht so sicher. Ist schon wieder ein Weilchen her. Ich gucke mal drauf. 21.10. habe ich mit dem Video angefangen, ihn zu filmen. Und ja, was ist heute? Heute ist schon der 9.11. Ja, du merkst, ne? Das ist schon ein Weilchen her. So, genau das Gleiche auch beim Schnitt. Also da habe ich auch schon viel früher angefangen und erst jetzt beende ich sozusagen alles. Oh, das ist mein Favorit, dieses Beige hier. Ja, finde ich total schön. Kann man auch gut mit anderen von meinen Blöcken kombinieren. Also ja, das finde ich schon mal super. Mit der Karte 1 und 3, das wird so eine dicke, fette Shaker-Karte. Ne? Also diese Blister hier sind von AliExpress. Die habe ich letztes oder vorletztes Jahr geshoppt. Und ich habe noch einige übrig. Also die Stanze packe ich da meistens mal zu den Blistern dazu, damit ich das nicht vergesse. Und ja, die sind ganz, ganz dick. Also zum Verschicken ist das nichts. Außer man verschickt ein Paket, dann finde ich das schon sehr pompös. Du kannst richtig viele von deinen Sequins verbrauchen, wenn du viel hast. Wenn du jetzt nicht so viel hast, wirst du dich vielleicht ein bisschen ärgern, dass du da so viel reinmachen musst. Aber man kann da schon so 3-4 mm dicke Sachen auch reinmachen. Also ich habe jetzt keine Perlen hier, die farblich gepasst hätten, ohne Loch, um reinzulegen. Man hätte auch vielleicht mit Loch reinmachen können, fällt mir jetzt gerade ein. Aber egal, habe ich jetzt nicht. Ich habe jetzt mich bei meinen Sequins ausgetobt. Ich habe von, ich habe diese kleinen, teuren Dinger von, auf wen nennst du dich denn? Spellbinders, ne? Da habe ich auch ein paar mit reingemacht und nachdem auch ganz viel von ein paar größeren von meinen Sequins, wo man sagt, okay, die sind jetzt vielleicht ein bisschen zu groß für so eine dünne Shaker-Karte, aber hier super. Ich habe mal ganz viele Weihnachtstannenbäumchen in Weiß bekommen. Da habe ich einige reingemacht, aber bei der ersten irgendwie nicht. Meine Schneeflocken, auch so, ach, ganz viel. Also du wirst es gleich sehen. Richtig, richtig viel. Passt da rein. Und wenn du es verschicken willst, dann auf jeden Fall irgendwie 1,60, denke ich mal. Wenn du die Blister auch zu Hause hast. Dann, wie ganz häufig so ist, ist dieses Sticker-Ding nur auf einer Seite. Dabei nutzt man das auch für Shaker. Man hat eine Stanze kreiert. Warum man es auf der anderen Seite diese Trägerfolie nicht auch anbringt, ist mir schleierhaft. Auf jeden Fall gehe ich hier aber mit meinem dünnen roten Tape einmal entlang. Und da war eine kleine Unterbrechung. Also habe ich das jetzt einfach weggelassen. Und die Ränder, also an den Ecken, mache ich ein bisschen Flüssigkleber drauf. Ne? Genau. Also popel ich das jetzt mit meinem wunderschönen Pukki-Tool, was ich in Rosa für mich selbst gebastelt habe, einmal ab. Aber wenn du auch so einen hübschen Pukki-Tool haben willst, unten ist ein eBay-Shop verlinkt. Das ist meiner. Und da verkaufe ich einige. Das mache ich, glaube ich, schon seit einem Jahr. Ja, also, ja. Und der Spaß dabei hört, ehrlich gesagt, gar nicht auf. Ich würde gerne mich mal so einschließen und den ganzen Tag mal nur damit mit meinem Perlchen spielen. Ja, letztens habe ich ein paar Stifte gestaltet, um die halt ihm zu verschenken. Ich glaube, im Shop muss ich vielleicht auch mal ein paar einstellen. Ne? Das ist aber auch mal so ein schönes Mitbringsel, finde ich immer. Mache ich ja auch mal, wenn ich irgendwo hingehe. Ja, das macht schon Spaß. Aber jetzt konzentrieren wir uns wieder auf hier auf Papier basteln. Ne? Nachdem ich hier die Trägerfolie abgepopelt habe, die ist ja so ein bisschen klebrig. Ne? Die ist so irgendwie elastisch aufgeladen. Die will, die klebt ja überall an dir, an deiner Glasplatte, an deinem Projekt. Aber die klebt dafür ziemlich gut. Die Trägerfolie ist nur nervig. Ja, babbe ich das jetzt einfach hier so ordentlich rauf. Guck einfach, dass man von meinem Klebefilm nichts sieht. Und da wird das ein bisschen angedrückt. Ein bisschen gehe ich mit meinem Falzbein entlang, aber weil es halt eben auch diese Plastikfolie nicht gerade die dünnste ist, ja, muss man danach, wenn man halt eben das mit seiner Mattung festklebt, wieder mit relativ viel Kleber arbeiten. Aber hier siehst du erstmal, was ich da alles reinmache. Ne? Also wie gesagt, ich habe 8 Sorten
Sequins rausgesucht, habe ich hier diese Langperlen jetzt mal komplett aufgebraucht, ne? War ja auch nicht schwer, wenn man so viel Füllung hat. Dann habe ich hier so kleine rußgoldene Sternchen, die sind von Action. War auch in so ein Dreier-Set dabei. Da kann man einen guten Schwung mit reinmachen, weil das Glitzerpapier ist ja auch so rosé. Ja, Rußgold kann man da verwenden. Jetzt habe ich vergessen, dass ich da Babypuder reinmachen wollte, damit es nicht so statisch ist. Aber es ist eigentlich gar nicht statisch. Ist alles gut gegangen. Also es klebt nichts an der Folie hier. Dann habe ich hier so weiße Pünktchen. Da nehme ich auch so einen Judenschwung von. Und in dieser Vorrichtung versammeln sie sich auch manchmal, weil sie so mini sind. Und dann geht das nicht so gut zu. Deswegen gehe ich da manchmal so entlang. Dann habe ich hier so rosane Glitzersteinchen. Ich bin der Meinung, die sind von einem Action aus vielen Jahren bevor. Also, ne, ich mache bastel ja auch schon etwas länger. Also, ich weiß nicht, wie alt die sind. Aber ja, da habe ich auch so ein paar Reste da. Und da siehst du ja schon hier, ne, diese größeren Schneeflocken. Davon habe ich auch relativ viele da. Die Verkaufsgröße bei AliExpress war relativ groß. Ich habe es mir abgefüllt, habe aber noch einiges hier. Und das gleiche gilt auch für die weißen Tannenbäumchen. Die habe ich von der Susi geschenkt bekommen. Und da habe ich auch einen riesen Beutel noch. Habe mir ein bisschen was abgefüllt. Habe ich letztes Jahr irgendwie voll ignoriert. Aber dieses Jahr verwende ich die. Haben ja den gleichen ähnlichen Weißton wie diese weißen Schneeflocken. Und ja, das ist rosa schimmernder. Das ist ja, das mag ich einfach voll. Habe ich auch diese großen Kreise bei Teddy gekauft, aber noch nicht verwendet. Kann man auch mal gut verwenden, um so einen Geburtstagstisch zu schmücken, finde ich persönlich. Da habe ich auch schon einiges von meinen Sequins ein bisschen verbraucht dafür. Aber ich habe viele. Ich habe mal bei Idee mit Herz ganz, ganz viele, so einen Riesenpack mal bestellt. Deswegen habe ich viele von unterschiedlichen Farben da und kann da so ein bisschen verschwenderisch damit umgehen. Und bei AliExpress finde ich es ja auch ehrlich gesagt nicht so teuer. Und auch bei Woolworth und Teddy ist es jetzt auch nicht so viel. Ich habe heute erst Einhörner-Sequins gekauft. Also die nennen das Streudeko, weil die ein bisschen größer sind. Ja, klar ist es auch. Für 50 Cent so ein Beutelchen. Also. Hey, und wenn man so eine Schüttelkarte macht, dann benutzt man davon vielleicht so ein Teelöffelchen. Also ja, wirklich fand ich recht günstig. Da gab es noch ein paar mehr. Irgendwas auch mit Flamingos. Habe ich jetzt aber nicht gekauft. Ich glaube, ich hab kein Flamingopapier mehr. Einhörner habe ich aber noch genug. Und da gab es noch irgendwie mit so eine 40. Aber in so nicht gerade schönen Farben. Und ich habe zwar einige, die jetzt 40 werden, also relativ viele. Aber nee, die Farben gefallen mir nicht. Dann, nee. Auch nicht für 50 Cent habe ich das nicht mitgenommen. Ich hätte dann ein paar aussortiert, aber wäre jetzt auch zu wenig gewesen. Deswegen habe ich das liegen lassen. Aber hätten wir jetzt, weiß ich nicht, die 40 in Weiß, die 40 in Gold, in Silber, hätte ich das natürlich sofort mitgenommen, ne? Weil so viele Geburtstage stehen jetzt an. Ah, viele Runden. Ich nicht, noch nicht. Ich werde dieses Jahr 38 im November, also Ende November. Und mein Mann wird ja jetzt 20, 25, 40 und noch ein paar mehr Leute. Also die ganzen 85er, ne? Und ich kenne viele 85er. Ja. Ich dann darauf. 2026, wo meine Kleinste in die Schule eingeschult wird. Wahnsinn, ey. Da bin ich echt eine Mama mit drei Kindern, die 40 ist und alle gehen zur Schule. Wow. So fühle ich mich gar nicht. So, genau, wie du siehst, ne, muss man hier auch wieder, wie so oft, wenn man mit Blister arbeitet, hat eben noch ein bisschen nachkleben, nachhalten, nachdrücken, damit es einfach nicht so absteht. Aber jetzt kann ich dir sagen, liegt das ja auch schon ein bisschen zurück. Ne? Wie gesagt, ich habe das ja am 21.10. hier diese Karte gefilmt. Und wenn ich mir jetzt das anschaue, ist überall alles flach. Klar ist die ein bisschen hart durch den Flüssigkleber. Ist ja nicht ganz so mein Favorit, aber. Das geht einfach nicht anders. Und gerade wenn du auch noch mit Glitzerpapier arbeitest, wenn es eine Mattung ist, das ist ja noch ein bisschen, also Glitzerpapier ist ja noch zickiger als normales Cardstock, ne? Deswegen, ja, muss man da ein bisschen mehr verwenden. Aber ja, ich mag das, dieses dicke Brummerchen in der Mitte. Ich sehe gerade, ich habe auch noch alle drei, ich habe gar keine verschenkt. Ich bin letztens in der Kita, glaube ich, 20 Karten hingelegt und ich sag's dir, 2 Tage später waren alle weg. Also falls irgendjemand, der sich wundert, wow, dass ich da so viele Karten mache und wenn man sie irgendwo hinlegt, es gibt immer Leute, die sich sowas gerne nehmen. Bestimmt auch einige, die das auch bezahlen würden, aber ja. Gibt es ja auch. So. Da mache ich jetzt 2 mm Foamtape drauf, weil der Tannenbaum ist so dick. Das geht voll. Klar. Und Stempel und Stanze ist jetzt von JM Creation.
Letztens hat jemand gesagt, die gibt es jetzt gerade nicht im Shop. Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe schon ehrlich gesagt länger nicht mehr darauf geguckt. Auch wenn ich die Sachen sehr, sehr mag. Also ich benutze ganz relativ viel, wie siehst du, Jana. Also ich habe ja vieles von ihr. Und aber sie hat auch andere Weihnachtsstempel mit so einer Stanze, die wo immer an der Ecke so eine Spitze ist. Die verwende ich auch in diesem Video. Ist auch von Newtime Creation. So, und da ist die Karte auch schon fertig. Ich habe viel Blum, Blum, Blum gemacht. Jetzt siehst du, wie dick sie ist, ne? Und jetzt siehst du auch gleich die anderen zwei, die fast identisch sind. Und die Sprüche waren schon alle vorgetestet, vorbereitet. Also da habe ich kaum was gestempelt. So, jetzt kommen wir zur Karte 4 bis 6. Immer wenn ich mit dieser Stanze arbeite, bleibt ja immer was übrig. Einmal beim Designpapier und einmal bei Glitzerpapier, weil man hier den Rahmen ausstanzt. Und da finde ich das immer ein bisschen schade. Und dann verwende ich das immer gleich. Das habe ich, glaube ich, schon letztes Jahr gemacht mit einem Designpapier, dass ich die Ausstanzungen für eine andere Karte verwendet habe. Und ich glaube, das war das gleiche Layout, nur hat die ein anderes Designpapier. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es letztes oder vorletztes Jahr war, weil die Zeit verrennt ja so schnell. So, das knicke ich mir einmal um, damit man keinen Kleber sieht. Bei der ersten Karte habe ich das ein bisschen vergessen und abgeschnitten und dann sieht man auch den Kleber. Ich zeige dir auch das Ergebnis, wie es aussieht. Es ist nicht schön, aber es ist, wie es ist. Und ja, aber mit dieser Methode hier ist es am besten. Man sieht dann einfach nichts. Oh, einen Augenblick. So, und dann kleben wir das hier auf dem Glitzerpapier drauf. Bei Glitzerpapier verwende ich sehr häufig Flüssigkleber und ein bisschen auch Klebeband, aber da, ja, Glitzerkleber ist ein bisschen zickig. Hier habe ich auch die Tannenbäume aus diesem Action-Glitzerpapier ausgestanzt, musste aber halt eben schon mit so einer, so einem Skalpell da so ein bisschen entlang gehen. Das habe ich, glaube ich, schon mal in Einkaufsvideo gesagt, aber das ist ja noch gar nicht online. Oh Gott, Olga. So, Entschuldigung, hier klebe ich ja, Klebeband drauf. Da benutze ich gar keinen Flüssigkleber, aber das hält, das geht schon. Mal kurz die Karte. Hält, ne, Süße? Oh mein Gott, ja. Ja, sieht schön aus, ja. Super. Na, mein kleiner Fan hier sitzt neben mir und versucht nicht mitzusprechen. Mal gucken, ob das funktioniert. So, nachdem ich die beiden zusammengeklebt habe, mache ich dahinter auch noch ein bisschen Klebeband. Flüssigkleber und Vellum vertragen sich nicht so besonders gut. Die mögen sich einfach nicht. Werden halt eben keine Freunde. Und jetzt habe ich das einmal umgeklappt und auf der Rückseite platziere ich da, wo die Tannenbäume sind, etwas Klebeband, damit es dann auf der Karte hält. So, dann ne, dieser Spruch hier, Advent, Advent, das ist zum Beispiel jetzt auch eine Stanze und Stempel von JM Creation, was ich auch schon einige Jahre verwende und gern mag. Genau. Da kommt ein bisschen Foamtape drauf. Ich denke, das war jetzt auch ein Millimeter, wenn ich mir die Karte anschaue. Kurz die Trägerfolie ab und dann drauf auf die Tannenbäumchen. So, und dann wird noch ein. So, dann werde ich das jetzt noch die eine weiße A6-Karte kleben. Dann nehme ich auch so Klebeband von Kreativ Bunt. Die Rolle ist jetzt deutlich geschrumpft. Ist aber immer noch die erste. Ich glaube, ich habe drei gekauft, ne, im Video. Und ach so, aktuell gibt es ja bei Kreativbund 10%. Also wenn du jetzt noch nie da was bestellt hast oder vielleicht davon nichts mitbekommen hast, weil du jetzt nicht auf Instagram, Facebook und so unterwegs bist. Also das würde ich jetzt mal reinschauen. Ne? Also 10% auf alles, was du im Shop erwerben kannst. Oder auf, ich weiß jetzt gar nicht, wie das ist mit den Bestellartikeln. Aber das ist dann auch, muss man sich halt eben anschauen, das weiß ich jetzt nicht, ne? Ist ja nicht mein Job. Aber ja, nutze ich eigentlich einfach jedes Jahr. Finde ich mal total toll. Ich glaube, in den 10% habe ich mir auch damals den Hebelschneider geholt von Tim Holz. Den kleinen Schneider habe ich auch dort geholt gehabt. Also da, jetzt brauche ich, also auch glaube ich, auch die Sidekick habe ich damals mit 10% geholt gehabt. Jetzt brauche ich natürlich keine größeren Sachen mehr, aber ich werde da trotzdem das auf jeden Fall nutzen. Also definitiv.
Ja. Genau, also falls du da auch ein paar Sachen auf der Merkliste hast oder auf deiner To-Do-Liste, die du gerne besitzen willst, dann ja, 10%. So, dann habe ich jetzt Glutot noch da verwendet, weil ich wusste, da platziere ich eine Schneeflocke hin und die verdeckt das dann auch. Und dann kommen auch noch die in derselben Farbe diese kleinen, ja, sag ich mal, Pünktchen hinzu. Ja, genau. Ein kleiner Pünktchen und dann noch ein Pünktchen. Und dann dachte ich mir so, nee, ich mache noch ein paar mehr Schneeflocken. Also habe ich noch mal die Box wieder rausgeholt und dann noch da eine Schneeflocke und da eine Schneeflocke. Genau, jetzt sind wir aber auch fertig mit der Karte und dann jetzt sind die drei Karten auch fertig. Siehst du auch gleich die eine Karte, die ich ein bisschen zermatscht habe, wo ich nicht dran gedacht habe und einfach es weggeschnitten habe. Da sieht man leider ein bisschen den Kleber. So, dann sind wir auch schon bei Karte 7 bis 8. Das wird eine Karte mit so, wie nennt man die nochmal? Lebkuchenmännern. Die habe ich mit der Hand ausgeschnitten. Es gibt ja so ein paar in dem Block. Hätten ruhig ein paar mehr sein können, aber okay. Und ja, da habe ich mir einfach dieses Donutpapier rausgesucht. Das passt ja auch super zu Lebkuchenmännern an. Süß und süß gesellt sich gern. Und dann habe ich mit der Create-Smile-Stanze ein Rechteck ausgestanzt, dann mit einer Simple Basic ganz normalen A6-Stanze so ein Rechteck und dann noch ein Bannerchen, dann wieder ein Spruch von Stempel, ein Spruch wieder von JM Creation, ne? Diese Banner, wenn man da einmal stempelt, hat man glaube ich 7 Stück oder so. Genau. Ja. Und dann wird alles noch zusammengeklebt. Ich habe noch irgendwie bei dem Banner einen hübschen Pinkton gesucht. Hoffe, dass da eigentlich relativ passend ist. Es ist ja so, dass es ja so viele unterschiedliche Töne gibt. Also, ne, das ist manchmal nicht ganz so einfach, den richtigen zu treffen. Aber ich fand, dass der mit den Donuts ganz gut harmoniert hat und auch mit der Mütze von den kleinen Lebkuchenmann. Ja, da fühle ich immer meinen A4-Mäppchen da. Bewahre ich fast jeden Schnipsel auf. Also ich versuche jetzt da auch kleinere Schnipsel jetzt immer Step by Step zu entsorgen, weil sonst nimmt es überhand an. Aber da finde ich, werde ich immer fündig, ne? In meinen Mappen meistens. Und wenn nicht, dann gehe ich erstmal zu den A4-Papieren, wo ich die habe. Und danach erst zu den 12x12, weil ja, Cardstock habe ich genug. Ja. Komm, hat ihm noch ein. Ich habe extra mit Absicht den Rechteck ein bisschen kleiner ausgestanzt, als es auf der Stanze gepasst hätte, weil ich wollte, dass man von diesem grünen Rechteck noch die Herzchen sieht und die Schneefleckchen. Und hätte ich das jetzt ganz passend gemacht, hätte man das kaum gesehen. Und jetzt kommen auf dem Lebkuchenmann und auf dem Banner halt eben noch Foamtape drauf. Genau, da mache ich immer ein bisschen die Geschwindigkeit hoch. Ich glaube, das, also der, ich glaub, der Lebkuchenmann hat 2 mm und der Spruch hat hier 1 mm. Und dann popeln wir das wieder alles ab. Ja, abziehen, ne? Ich weiß. So. Und weil das da so ein bisschen Struktur hat und die Donuts haben auch ein bisschen Glitzer drauf, mache ich auf diesem Banner noch ein bisschen Kleber, obwohl Quatsch, auf der Banner berührt ja gar nicht den Glitzerpapier. Na, ist egal, ich fühle mich damit einfach sicher, wenn ich hier und da mal so ein Klecksi-Kleber nehme. Ja, für mein eigenes Gewissen, ne, damit ich weiß, es wird alles halten. Und auch wenn man da so ein bisschen so drüber geht oder so drüber schiebt, ne, das hält alles dann fest. Ne, da kann nichts passieren. So, genau. So. Dann kommen jetzt als nächstes durchsichtiger Novo Drop. Das mache ich gerne auf die Äuglein. Ne, dann sind sie so ein bisschen erhaben. Und ich mag es auch, wie dieses Gefühl, wenn man das anfasst. Ne? Ja, schön. Ne? Na, da oben jetzt nicht, das ist nicht so schön, aber hier unten die Augen. Das ist so ein bisschen hoch. Und das, was ich meinte, was nicht so schön ist, ich mache auf die Mütze dann noch so ein bisschen Glitzerkleber.
Das ist ja der von Ranger, ne? Dieses Stickless. Aber da habe ich jetzt auch nicht alle Farben, sondern wirklich nur den einen einzigen. Das ist dieser durchsichtige, der hat eben so schön schimmert, ne? Mache ich dann auf die Mützchen noch was drauf. Und das fühlt sich jetzt nicht ganz so schön an, weil es jetzt nicht so eine Kuppel wird, sondern ja, die Flüssigkeit verschwindet und nur der Glitzer bleibt da übrig sozusagen. Ja, genau. Weiß nicht, ob ich das jetzt nochmal kaufen würde, aber ich habe auch noch den von Lawn Fawn. Also Glitzerkleber brauche ich gar nicht. Verwende ich auch meistens nur so zur Winterzeit, ne? So, jetzt kommen wir auch schon zur Karte 9 bis 11. Ja, was machen wir denn da für eine Karte? Ach, die machen wir. Genau, da habe ich das auch mit der Hand ausgeschnitten. Diesen Lebkuchenhäuschen, den finde ich total schön. Und auch dieses Kartenlayout hier habe ich jetzt schon häufiger mal gemacht. Das mache ich aber auch total gerne. So, da machen wir einfach so einen Balken dahin. Welche Größe das ist, ist bei mir auch nicht immer gleich. Mal ist das irgendwie anderthalb, ein Dreiviertel, manchmal sogar 2 Inch breit. Da mache ich immer gerade, wie ich gerade Lust habe. Und das ist dieses hübsche Grüne mit den Herzchen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe das sogar aufgebraucht, diesen Bogen. Oder nur ein paar wenige kleine Reste sind noch da. Oder hat ihn komplett? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Schon wieder ein Weilchen her. Aber das hat mir ganz besonders gut gefallen. Und natürlich, weil dieser Grünton immer wieder in anderen Designpapieren ja, wiederkommt sozusagen. Ja, dann habe ich noch einen einzigen Bogen gefunden von so einem dunkelgrünen folierten Papier. Und das habe ich dann natürlich auch dafür verwendet, weil es halt eben so gut passt. Und ja, hat mich sehr, sehr gefreut, dass ich noch einen Bogen da hatte. Ist bestimmt auch von Action oder von Ideen mit Herz, weil da gab es auch am Anfang, wo ich mit so mit Basteln angefangen habe, hat man ja noch gar nicht so viel und man braucht von allem irgendwie was. Und dann habe ich immer gerne so einen Mix, glaube ich, bestellt gehabt. Und ja, deswegen ist dieser grüne Spiegelkarton jetzt entweder Idee mit Herz oder Action. Weil Action kam ja bei uns in Berlin ja ein bisschen später. Da gab es ja meistens noch keinen. So, und die Linienzieher, die sind von Love from Lazy. Genau, das passt auch so ganz toll dazu. Ist auch so ein dunkelgrün. Ist fast identisch mit meinem Spiegelkarton. Ja. Ja, das ist ein Mikrofon. So, dann lege ich da einmal die Linien einmal um und dann klebe ich das alles auf den Spiegelkarton. So. Gucke ich auch, dass ich da so die Mitte immer treffe, ne? Ja, und nach Überprüfung bin ich der Meinung, dass da noch ein bisschen was ab muss. Und dann hole ich halt eben immer ganz gerne meinen Hebeschneider raus und korrigiere dann. Ja, jetzt habe ich irgendwie, ne, gar nicht gesehen, dass da schon eine A6-Karte ist. So, auch das wird jetzt schnell auf meine Karte geklebt. Ja, da wird mir die Kartusche alle. Ich glaube, eine einzige habe ich noch, aber da wollte ich aber jetzt nicht pausieren und deswegen arbeite ich mit einem anderen Kleber einfach weiter. Zum Beispiel bei Kreativbund gibt es diese EC Runner Ground Nachfüller. Ob sie jetzt alle hat, weiß ich nicht, weil es gibt ja den roten, den weißen, dann gibt es ja noch gedottet blau und gedottet grün. Ich glaube, bei den grünen kannst du es nochmal ablösen. So, ne? Also, ich glaube, es gibt 4 Sorten. Ich glaube, ich habe noch von den grünen 2 Pakete da. Das mache ich dann aber eher so bei Fotos, ne? Weil da kann man das noch ein bisschen ablösen und beim Fotos, die sind ja, das ist ja so ein Buch, das ist ja dann so geschlossen, dann ist das ja nicht so schlimm. Wenn die Klebkraft jetzt da nicht so krass ist und also es muss da nicht so permanent sein wie zum Beispiel auf einer Karte, meiner Meinung nach. Ja, also ich weiß auch nicht, warum ich dann davon damals da 2 gekauft habe. Wäre gar nicht nötig gewesen. Ich klebe ja so selten Fotos ein. Und ja, es muss auch nicht immer ablösbar sein. Also. Keine Ahnung, was mich da geritten hat. So, und auf den Spruch habe ich jetzt mal 1 mm Formtape aufgetragen. Und auf mein Motiv hier, da kommt 1,5 mm. Genau, die Rolle ist ja relativ neu bei mir.
So. So, dann popel ich doch auch alles einmal ab. Und klebe es drauf. Und du siehst ja, das sind ja relativ viele Candies auf dem Dach. Die werde ich alle auf jeden Fall wieder mit diesen durchsichtigen, nee, mit dem Glitzer, mit dem White Blizzard von Novo, werde ich die bearbeiten. Und ich habe dann vor kurzem noch so eine Kreise in Grün bekommen, ganz lieben Dank. Und die passt natürlich perfekt zu diesem Linienpapier, die verwende ich dann auch. Und jetzt sind diese Pünktchen hier ganz erhaben. Und es ist ganz, ganz, also es ist jetzt schon längst trocken natürlich. Und kann man jetzt anfassen. Ich mag das, diese Haptik dann auf der Karte. Du auch, ja. Das ist schön. So. Und dann sind wir eigentlich auch so weit durch mit der Karte, ne? Ich zeige dir noch die anderen zwei. Ein Motiv ist jetzt gar nicht aus dem Block, ist aus meinen Stanzteilen tauschen. Tauschwanderpaket sozusagen, ne? Und zwar dieser Wollpulli, der hat ja auch super gepasst zu diesen Farben, zu dem Block, ne? Habe ich auch schon länger den Pulli. Und jetzt konnte ich ihn verwenden. So kommen wir zur Karte 12 bis 17. Die habe ich ein paar Mal gemacht, weil ich alle Kreise verwenden wollte. Da habe ich so ein Deck verwendet. Ich habe so einen Balken in der Mitte. Und genau, weswegen ich überhaupt den Skalpell gezeigt habe, bei der Schleife und dem Glitzerpapier, ne? Da musste ich halt eben auch mit Skalpell arbeiten. Von alleine lässt sich das Glitzerpapier nicht ganz so gut durchkurbeln. Also das von Action jedenfalls. So, dann einmal in die Mitte aufgeklebt. Das ist jetzt ein anderes grünes Papier. Fand ich aber auch sehr, sehr schön, das dunkelgrüne. Das gibt es ja einmal mit so Schneeflocken, die so leicht embossed sind. Sieht schön aus. Und dann auch nochmal mit Tannenbäumchen. Genau. Gehe ich noch mal kurz drüber, damit alles gerade ist. Und meine Karten sind ja alles größtenteils, also jetzt ab hier jetzt sowieso alle selbst gefalzt und geschnitten. Da ist man manchmal nicht ganz gerade. Ich weiß auch nicht, warum ich das nie selten gerade bin. ja, da stümpel ich auch mal kurz alles ab und teste mal drüber, ob das passend ist. Und habe dann eben für mich festgestellt, das Designpapier ist mir jetzt ein Ticken zu groß. Der weiße Rand ist zu klein, also schnibbel ich da auch noch mal ein bisschen was ab. Und wenn ich glücklich bin, dann geht es einfach weiter. Erstmal wieder mit den Linienstickern, wieder in dunkelgrün, was einfach am besten meiner Meinung nach zu diesem Designpapier gepasst hat. Aber wenn ich jetzt mit diesem Papier noch mal, ja, nächstes Jahr vielleicht oder in 2 Jahren wieder arbeite, kann das sein, dass ich dann auch wieder es anders sehe und da lieber pink sehe oder wie auch immer. Ja, aber hier hat eben, habe ich eigentlich nur mit diesen Linienstickern gearbeitet. Fand ich am schönsten. So, und da braucht man auch für eine Karte jeweils nur einen Liniensticker, weil die Mitte lasse ich frei, sieht ja keiner. Und dann so bin ich sparsam mit den doch recht teureren Linienstickern. Ja, hat man dann lange was von. Ja, und dann einfach wieder, ich glaube, jetzt habe ich den Nachfüller wieder aufgefüllt. Da arbeite ich wieder mit meinem EC Runaround. Das ist halt eben immer, wenn ich gerade so einen Fauli-Moment habe. Ne? Klebeband ist, also dieser Abreißklebeband von Kreativbund wäre viel, viel günstiger. Da ist auch ein bisschen mehr drauf als auf dieser Nachfüller. Aber einfach der Faule, das geht einfach mit dem einfach schneller. Ja, genau. Deswegen meinte ich auch, geh ins Kinderzimmer. Hier ist es natürlich, ist es langweilig. So, dann kommt hier einmal mein Tag drauf. Das müsste eine Stanze von Action sein, aber sicher bin ich mir da jetzt nicht. Und dann einmal die Schleife. Ja, von allen Schleifenstanzen ist das hier, glaube ich, mein Favorit. Ich weiß aber nicht, wo genau ich sie her habe, weil ich die schon so, so lange habe. Aber die ist einfach, ja, total schön. Aber relativ breit. Du siehst ja, die nimmt ja fast 10 cm in der Breite ein. Muss man gut kalkulieren. Aber ja, ich mag die unglaublich gern. So, und dann werde ich wie fast immer den Spruch und das Motiv, in diesem Fall ja mein Kreis, mit Fugtape erhöhen.
Und da habe ich mir auch wieder 1 mm und 2 mm ausgesucht. Ja, die Kleine akzeptiert gerade nicht, dass es kein Fernsehen jetzt gerade eben gibt. Aber wir gehen auch gleich los, Ophelia abholen. Und dann macht es jetzt gar keinen Sinn, da irgendwas anzumachen. Auch wenn ich am Wochenende so auch Fernsehen erlaube. Ne? So ist das nicht. Das finde ich jetzt nicht schlimm. Nur in der Woche finde ich jetzt das so unpassend. Daran hält sich Bruno jetzt leider nicht. Der ist schon zu groß dafür, hat ja ein eigenes Zimmer, einen eigenen Fernseher. Ne? Wenn ich nicht da bin, macht das schon an. Aber bei den Mädels achte ich darauf, dass in der Woche. Ja, ist einfach so mein Ding, ne? Kann ja jeder ganz anders handhaben. Ist völlig alles. Jeder hat ja seinen eigenen Erziehungsstil und seinen eigenen, seine eigene Familie, wie er das handhabt. Und da will ich niemand reinreden und wünsche, dass man das bei mir auch nicht tut. Ja, genau. So, und da ist das auch schon fast fertig. Hier nehme ich auch wieder die hübschen Kreischen. Die passen natürlich total super. Entschuldigung, die ist gerade ein bisschen bockig, ne? Nein, zu hören ist auch immer nicht leicht, ne? Ich hoffe, wir ziehen das jetzt trotzdem durch und das wird nicht zu laut. So, auf die Äuglein nehme ich wirklich sehr, sehr gerne wieder diesen Nuvo Drop in durchsichtig. Ich finde das mal irgendwie total schön. Knöpfchen werden auch mit Nuvo Drop bearbeitet. Ne? Jetzt ist das noch ein bisschen milchig, aber wenn es trocknet ist, wird das total durchsichtig, wie bei dieser Karte zum Beispiel. Oder auch hier. Na, die sind alle schon längst etwas länger fertig. Da habe ich noch so eine 3D-Schleife genommen in Gold. Ups, da habe ich eine falsche rausgeholt, eine Karte. Aber hier. Eine fehlt noch. Ja, da ist sie auch. Ja. So. Entschuldigung, wirklich. Aber es wird jetzt nichts bringen, wenn ich mit ihr schimpfe. Deswegen, ich lasse sie einfach. So, Karte 18 bis 20. Da klebe ich einfach zwei Teile zusammen. Also so ein Kartensketch gibt es auch. Da ist es aber irgendwie genau in der Mitte, glaube ich. Und ich habe es einfach drauf losgeklebt. Und wenn ich sie mir jetzt mal anschaue, die Karten. Das sind ja zwei. Nee, Entschuldigung, sind ja drei. Ist bei einem hat ist es mehr so rechtsbündig, bei der anderen eher mehr so linksbündig. Aber jede Karte sieht dann auch dementsprechend ein bisschen anders aus. Und genau, da würde ich jetzt einfach zwei Reste zusammenkleben und schauen, dass du das einfach auf 14,5 mal 10 trimmst, wenn du gerne einen schmalen Rand hast. Ich mache manchmal auch. Ja, so 10,2 mal 14,5 meistens, weil ich ja mit dieser Inch-Sachen, also mit dem Inch-Hebel arbeite und da legt es ja meistens so bei 4 hin und 4 ist ja 10,12. Nee, 10,2 eigentlich. Ja, so Pi mal Daumen, ne? So, und da verbinde ich auch mit einem kleinen Rest Liniensticker die beiden Restpapiere. Man kann ja auch Schleifenband nehmen, was aber finde ich ein bisschen schade, weil man, du wirst es gleich sehen, ne? Dieser Rechteck hier verdeckt ja das Meistern. Und ja, man hat eigentlich die Bockfurse auf. Man alle sagen so mit zwei beginnt das ja, ne? So terrible two und so. Aber ganz ehrlich, die ist, wird ja bald fünf, hört gar nicht auf. Manche sind besonders dickköpfig, ne? So, und dann habe ich meine A6-Karte auch ein wenig getrimmt. Da gucke ich mal, bevor ich das andrücke, ob das wirklich ganz gerade ist. So, da habe ich mir so so ein Weihnachtsgrün rausgesucht. Ich kann die Farbe nicht lesen. Das Bearbeitungsfeld ist so winzig, aber es heißt Northern Pine. Ja, stempelt. Also Momento, ja, jetzt nicht so super wie zum Beispiel so ein Wasserfein, aber auch okay. Also ich habe ein paar von denen, benutze ich jetzt auch nicht allzu oft. Aber dafür konnte ich jetzt meinen neuen Stempel verwenden von Kreativbund. Ne? Den wollte ich auch schon die ganze Zeit benutzen. Habe jetzt nicht alle abgestempelt. War ein bisschen zu faul. Aber hier besinnliche Weihnachten in diesem dunkelgrün habe ich jetzt hier gestempelt. Ja.
Ist ein ganz okay gewordener Abdruck. Ist nicht ganz so mein Favorit. Ich weiß nicht, seid ihr Mementos-Fan? Ich weiß, viele benutzen den schwarzen großen. Habe ich zum Beispiel nicht. Oder habe ich den irgendwo doch? Irgendwie klingelt da irgendwas im Kopf, als ob ich den habe. Aber benutzen tue ich den nicht. Der ist wahrscheinlich noch irgendwo eingeschweißt, weil er neu ist. Ich bin eher dann der Extreme Black von My Favorite Things. Oder wie gesagt, Versafine. Also da gefallen mir die Stempelabdrücke immer sehr, sehr gut. Weiß ich gar nicht, wenn es da auch ein Dunkelgrün gibt. Aber jetzt habe ich den Moment, ich will ja auch nicht mal alles dreifach, vierfach hier haben. Das ist ja hier schon ziemlich eng in unserem Haushalt leider. Ja. Aber es wird trotzdem nicht aufhören, dass ich trotzdem immer zwischendurch trotzdem was kaufe. Ne? Also auch wenn ich das mich immer wieder selbst sage, naja, du hast eigentlich gar keinen Platz, kriege ich es trotzdem irgendwie hin, dass ich das irgendwie unterkriege. Ne? Also wenn man es will, dann kriegt man es hin. So, das Rechteck habe ich jetzt hier auch wieder auf 1 mm Phontape erhöht aufgeklebt. Und da nehme ich mir auch wieder einen Nudeldruck, den ich glaube ich ein ganzes Jahr nicht verwendet habe. Die Farbe nennt sich nämlich Red Berries. Habe ja relativ viele Nuvo-Drops, wie ich finde. Also jetzt, ich besitze jetzt nicht alle, aber relativ viele. Bin damit nicht immer ganz so glücklich, weil manchmal, auch wenn es Wochen her ist, sieht man trotzdem Druckstellen. Und auch hier, wenn ich jetzt so gucke, ich habe die Karte sehr stark abgeklopft, habe ich was draufgepackt und es ist nicht ganz so akkurat rund, wie wenn ich ein Enamel Dot verwenden würde. Deswegen musst du dir das, wenn du jetzt gerade neu anfängst zu batzen, überlegen. Klar, Novo Drops sind erschwinglicher, weil du dadurch bestimmt 1000 Perlen erstellen kannst. Aber irgendwie bin ich mit vielen nicht ganz so happy. Ja, man muss damit einfach leben. Dass es dann, wenn du was draufpackst oder es verschickst, dass man dann, dass es nicht so ründlich ist, wie du das gemacht hast. So, jetzt sind wir auch schon am Ende. Ich zeige dir nochmal, ohne Geschwindigkeit drauf zu haben, alle 20 Karten sind es geworden. Wahnsinn, ne? Bin jetzt, mach ja eher lieber so 10, weil es einfach dann mehr zu schaffen ist. Aber das habe ich jetzt hingekriegt. Aber hat jetzt auch länger als eine Woche gedauert, wie du gemerkt hast, ne? Weil angefangen habe ich am 21.10. Aber so ist das eben, ne? So. Genau, jetzt also die Reihenfolge, die ich dann am Ende zeige, ist dann nie die, mit der ich das dann abgefilmt habe. Ich denke, das ist aber gar nicht wurscht. Viele sind auch gar nicht mehr dabei. Nur die Hartgesottenen ziehen sich das jetzt alles rein. Und auch hier, ne, auf diesen Häuschen-Cupcake habe ich auch über den Duo-Drops draufgepackt. Und hier bei dem Pulli nur so ein bisschen auf dem so ein Glitzerstift auf den Sternchen in der Mitte. Weiß nicht, ob die Kamera das so gut einfängt. Ja, und hier die zwei Lebkuchenmänner. Und jetzt hier die sechs kleinen Süßen. Der eine guckt doch so ein bisschen erschrocken. Der da, da habe ich gleich diesen Spruch an die Stress-Weihnachtskarte genommen. Weil so, ja, ne, die ist ja ganz glücklich. Der sowieso, der hat ein Geschenk bekommen oder will das verschenken. Und der winkt uns allen zu. Hey du, hast du mich schon abonniert? So, ganz, 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 ganz lieben Dank fürs Zusehen. Und für diejenige, die noch dran geblieben ist, gebe ich ein bisschen was von den Papierchen ab, die ich hier habe. Also, ein paar, die ich gar nicht so gern mag, gebe ich dir einfach weiter, weil du entscheidest, ob du es haben willst. Der Erste, der drunter schreibt, ich nehme den Rest, der noch nie was von mir bekommen hat und dem das Papier gefällt, der schreibt das, hab bitte eine Adresse in Deutschland, da kriegst du die ganzen gezeigten Papiere hier. Und da ist auch ein bisschen was von dem hübschen Dunkelgrün dabei, was ich ja so feier. Aber ich habe für mich auch was übrig gelassen, damit ich ein Teil 2 machen kann und vielleicht noch einen Tee-Adventskalender. Und diese drei kleine Könige hatte ich auch mal geschenkt bekommen. Ein ganzes Jahr lang gar nicht verwendet und dann denke ich mir mal, reiche ich die einfach weiter. Jemand von euch freut sich bestimmt darüber. Und ja, ich dokumentiere, ich meine Dokumentation, Entschuldigung, ich kommentiere dann bei dem ersten Kommentar, dass du das kriegst und dann bitte ich dich um die Adresse. Sollte es mal der Fall sein, dass du eine ganze Woche lang mir nicht antwortest, würde ich das dann freigeben und den zweiten geben. Falls es mal passiert, ich weiß es nicht. Also jetzt aber wirklich, ciao, bis zum nächsten Mal.